Wir sind im Schutzwald, im McMilliam-Anwesen. Die letzten Schutzwälder haben uns nicht besonders viel geschützt, weil hier sind immer irgendwelche Nurses rumgelaufen und so. Hier ist auf der Map eigentlich ziemlich scheiße und immer im Baum rumlaufen. Ah, und es ist schon wieder einer. Ich hab's gewusst. Aber kein Ruin. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich finde noch keinen Generator. Ich wollte jetzt hier aber auch nicht so offensichtlich rumlaufen, wenn hier rumpeitscht. Oh, es ist eine Weltkriegnurse. Was? Weltkrieg? Er hat eine Gasmaske auf. Na, okay. Sie sehen so lächerlich aus. Hier ist einer. Oh, der Teammate wurde... Okay, ich glaube nicht, dass sie so gut ist. Hä? Ach, da hinten ist er, ich sehe es. Ihr dürft halt nicht in der geraden Linie laufen. Lauft unbedingt um an mir herum, wenn er gegen mich spielt. Ja, aber die kann doch durch die Wand auch, wenn die vorne... Ja, vor... scheißegal, das ist richtig schwer dadurch. Okay. Und wenn die dahinter piekt, rennt einfach in die andere Richtung. Ja, einfach ist gut. Also bei Profis ist es nicht so einfach, sagen wir es mal so. Ja, ja klar, aber ich meine jetzt gegen eine, die nicht so gut ist. Ja. Bei mir leckt alles, ey. Ich hab die gerade gesehen. Ne, 60 FPS habe ich, aber trotzdem leckt. Er ist immer noch hier bei dem. Kann man hier noch mehr als 60 haben? Ne, ist fest eingestellt. Kannst du glaube ich nicht. Ja, selbst die würde ich gerne mal erreichen. Muss schon noch ein bisschen. Durch. Fuck, sie hat mich gesehen, wie ich da reingegangen. Um Dinger rumrennen. Kann er zu gut, ja, du Scheiße. Das kann gut teleportieren, was? Ja, komm, das war dich nicht. Ach, da hinten bist du. Ah, dann hätte ich das Totem auch nochmal machen. Ja. Lässt sie dich als Opfer lang oder holt sie dich? Ja, holt mich. Ich hole sie immer. Ich habe schon wieder vergessen, den Truck zu wechseln. Bin am normalen Totem. Ach, mein Ding ist auch weg. Was? Mein Koffer, die hat auch diesen Scheiß drin. Ach, oder? Noch kommt keiner. Jetzt kommt irgendeiner. Doch, jetzt kommt doch. Na hier, ja, aber er ruht nicht runter. Mach ich doch. Nee, doch, ich hab den Kopf noch. Aber sie ist wieder hinter mir. Wenn du den unten siehst in der Leiste, dann hast du den noch. Von da, wo du eben warst, mir jetzt weiter links ist noch ein Generator. Ja, so gut ist sie. Und die kann euch, immer, wenn sie läuft, nicht einholen. Die ist langsamer als über den Lauf. Nur wenn sie teleportiert. Ja, aber das machen sie ja meistens. Ja, aber... Ja, wenn sie falsch teleportiert, dann hat sie verkackt. Dann hat sie ja einen Cooldown immer. Also bei mir hat sie mich gerade nicht gekriegt, als wenn das Ding hier unten. Oh oh. Hat mich verloren. Das traurig. Mhm. Ist sie noch hinter dir her? Mhm. Ich hab zur Hälfte. In meiner fast Hälfte. Ich weiß jetzt, wie es ist, wenn ich genervt werde. Macht nämlich schon Spaß. Hey, jetzt ist einer bei mir hier dran, oder wie? Hey, wieso geht der jetzt schnell? Kann das sein? Nee, der hört sich nur an, als ob das schneller geht. Nein, wenn es im Terrorradius ist, geht der dann zweifache Geschwindigkeit, der... Wenn du den Perk hast, ja. Hätte. Also, dann hast du 3% oder so, ne? Ja, warum geht aber, es ist keiner zu mir gekommen und ich habe auf einmal... Bist du anders durch? Was habe ich? Weil ist... Hä? Kann eigentlich nicht schneller gehen. Ja, dieses Rattern ist halt schneller, aber... Eben hier normal und dann auf einmal... Oh, da hinten ist das Scheiße, die wird nicht... Silke war bei dir, oder? Sie nee. Hat nee, ich war ach hier doch, hinten. Die war in der Nähe. Das war knapp. Oh, ja, ich sehe euch. Nee, ich sehe Nils, warte mal.
ist sie denn jetzt? Ich sehe euch beide laufen irgendwie. Ja, ich gehe wieder zu dem... Ja, aber hier ist auch doppelte Geschwindigkeit. Hä? Ja, so weit, so nah bin ich aber nicht dran. Was heißt denn doppelte Geschwindigkeit? Ja, rot und zweifache Geschwindigkeit reparieren. Aber weniger. Ach so. Okay. Es geht aber schneller als normal. Gut, es kann schneller gehen, aber trotzdem langsamer, als es eigentlich maximal könnte. Aua, halt nicht. Ja, der war echt lang gebraucht. Wir sind gleich durch mit dem letzten. Ach, so, soll ich schon mal zu ihm gehen oder was? Bin dran. Ich habe ein Ausgangstor hier eins. Jetzt aber direkt. Ah, nee, scheiße, die er hängt, hinkommen. Er die hängt. Wird hier hinkommen. Ja, die wird hier hinkommen zu mir. Die kommt zu einem, der gerade ja, hier rennt. Die stehen auch am Tor. Mein Tor ist gleich offen. Meinst du es gleich offen? Hier ist auf, hier ist auf. Ist auf? Aber, ja. Holt die dich? Hast du Bauer Time? Ja. Okay, gut. Tut mir leid, Nas. Danke. Gehst du Richtung Tor? Oh, sie ist vor die Wand gelaufen. Okay, erst raus. Also, ich bin direkt, hier vom Dings. Geht sie auch raus? Die war halt hinter mir, deshalb bin ich raus. Ja, okay. Was steht da? Ich habe Naherfahrung, Nahtoderfahrung habe ich freigeschaltet. Das war geil. Ach, guck mal, die ist gar nicht rausgegangen. Die ist sauer, glaube ich. Sorry, Nurse. Bin wieder Level 9. Wow, 17,5. Ich habe 23.000, ich habe nämlich mir ein Ding rein. Frag mich, warum man das verschwindet. Ah, sie... Nee, sie nicht hält. Wieso hat sie keine Trophäe drin? Also Barbecue und Chili hatte die aber auch. Sie hat dieses unaussprechliche Thanatophobie. Ruf der Krankenschwester. Ja, und Barbecue und Chili, ja. Da hätte sie mich aber auch sehen müssen normalerweise. Aber Barbecue, hast du geschlichen? Ja. Ich habe schon öfter gesehen, dass man da auch keiner sieht. Beim Schleichen? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Wir sind in der Pale Rose am Backwater-Sumpf. Es war so klar. Wir sind ja zumindest zu dritt gestartet. Ich glaube, es waren jetzt nicht alle da. Und wir sind heute mal komplett alleine, also sprich in einer Random-Gruppe. Weil der gute Epi, krank wie er ist, also jetzt nicht im Kopf krank, sondern wirklich krank, schon aufgegeben hat um 14:45. Nein, eigentlich wollte ich jetzt nur die eine Runde noch eben schnell machen, weil mir noch 1500 Pünktchen fehlen. Also egal wie scheiße es läuft, wenn ich jetzt nicht direkt sterbe, sondern vorher wenigstens noch irgendetwas machen kann, dann ja, habe ich schon gewonnen. Dann komme ich mit ihm nämlich hier auf Level 34 und den Rest muss ich dann morgen gucken. Also auf jeden Fall haben wir im Moment noch doppeltes Blutpunkte-Event. Das ist so hammergeil. Oh, es ist die Spuckerin. Es ist die Spuckerin. Okay, auf jeden Fall kann man den Gegner sehen. Das finde ich schon mal immer einen ganz, ganz großen Pluspunkt. Oh, sehr schön, ein Totem. Das ist schon mal klasse. Ah, da hinten läuft er. Okay. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Habe ich die Zeit noch, um den Haken hier zu sabotieren? Weil ich will wenigstens ein paar Punkte sicher haben, weil wenn ich da jetzt irgendwo gefangen werde oder so, es bringt mir ja dann auch nichts. Klar, man soll immer positiv denken, aber wenn man wirklich nur diese verdammten 1500 Punkte braucht, kann es aber auch trotzdem schon mal passieren, dass man halt eben sehr viel weniger bekommt. Und das wäre natürlich sehr nervig. So, jetzt habe ich hier gerade keinen Generator. Ich dachte eigentlich, ich hätte unterwegs einen gesehen. Da hinten ist einer. Moment, da vorne ist doch der offensichtliche. Wo habe ich mich gerade erschrocken? Okay, ich glaube, wir hatten Ruin drin. Sabotieren wir den Haken hier auch nochmal. Dann müssten wir, glaube ich, schon die Punkte haben, die mir fehlen. Ja, habe ich ja so oder so. Ich glaube, nach dem ersten Haken, weil wir doppeltes
doppeltes Event haben, wollte ich gerade sagen. Also doppelte Blutpunkte haben. So, wir versuchen ihn natürlich auch zu retten. Ah, da hinten läuft sie rum, okay. Schaffe ich es noch schnell, das Totem zu zerstören? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Okay. Ich hoffe jetzt, dass niemand ihn abhängt. Das hört sich so gemein an. Ich hoffe, dass niemand ihn abhängt. Ja, genau. Mach dich jetzt am besten auch noch kaputt, während ich dich holen komme, du Trottel. Soll ich dich heilen? Nein, ich soll dich nicht heilen. Okay. Dann heile ich dich nicht. Aber ich muss jetzt auch das Zeug nehmen. Fällt mir gerade so auf. Oh, dann war die aber höchstgradig infektiös. Ich schätze mal, dass sie jetzt hier die Daily macht, die Spuckerin. Weil da muss man 4, glaube ich, treffen, die höchstgradig infektiös sind. Infektiös, ich habe hier ein Deutsch drauf, ehrlich. Wo habe ich mich jetzt erschreckt? Leute, ehrlich. Nein, sie kommt zu mir. Fuck, fuck, fuck. Was hab ich denn jetzt, hä? Paletten! Ich brauche Paletten! Leute! Hä? Okay, sie rennt nicht weg, aber sie kommt nicht hinterher. Das ist doch scheiße. Hier wäre eine Palette gewesen. Also das ist gut, dass sie mir nicht hinterherkommt, aber ich muss hier das Zeug loswerden. Oh, 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 sie hat die Ulti aufgeladen. Nicht gut, gar nicht gut. Oh, hier ist direkt ein Gen. Das ist super. Ja, kotz dich aus. Komm, komm, komm. So, sehr schön. Geh, nicht hängen bleiben. Okay. Also gegen die Spuckerin. Ich komme ehrlich gesagt gerade gar nicht auf den richtigen Namen. Finde ich es okay hier, auch wenn sie eine große Reichweite hat mit ihrer Kotze da. Aber es gibt einige, die ich hier so, gegen die ich gar nicht spielen möchte. Oh, komm mal nicht in meine Richtung. Lauf nach hinten, ich bin hier ein Generator machen, du Dödel. Es ist nicht wahr, dass die einen immer kaputt machen wollen. Verfolgt die Claudette, komm, komm, verfolgt die Claudette. Ich brauche noch ein klein bisschen. Komm schon. Yes, Strike. Okay. Oh fuck, na gut. Komm, wenn wir den haben, können wir raus. Los, los, Leute. Lenkt sie noch ein bisschen ab. Hinten läuft sie. Hat mich anscheinend nicht gesehen. Komm, komm, komm. Yes. Perfekt. Ja, geht durch, Mann. Ah, sie macht die Tür auf. Nein, der kommt auch noch hierhin mit der... Mit der Spuckerin oder was? Will der mich verarschen? Oh, lauf! Lauf!
Mein Gott, ist das geil! Oh. Und das für ein Random-Spiel, noch so spät am Abend. Krass, oh, die ist so angepisst. Die ist direkt rausgegangen. Wow, 50.000 Blutpunkte. Ja, 1.500 hätte ich jetzt eigentlich nur haben müssen. Das ist krass, ernsthaft. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch 50 bekommen. Ja, okay, 49 habe ich bekommen. Aber das hat nicht direkt zum Pip gereicht, aber gut. Neues Level. Hohoho. Red David haben wir so dermaßen abgezogen. Der hatte korrupte Intervention drin. Barbecue und Chili hat er sogar drin gehabt. Wieso hat er uns nicht gesehen? Ruin, ja gut, das ging ja schnell weg. Und infektiöse Angst. Geil, geil, geil. Ja, und hat 0 Punkte bekommen, weil er vorher schon das Spiel verlassen hat. Sorry, Red David, du hast irgendwie den Sinn am Blutpunktefarmen nicht so ganz verstanden. Ich mache Schluss für heute. Wir haben kurz vor 2 Uhr in der Nacht und ich möchte ja das Blutpunkte-Event noch ein bisschen länger ausnutzen. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht, einen guten Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Bis dann. Ciao, ciao.